Ja, und wir sind in der Tat zurück hier im Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Sie haben hier nichts verpasst in der letzten Dreiviertelstunde. Da gab es hier einige Wahlen, steht aber noch kein Ergebnis fest. Es musste gewählt werden zu drei Bundestagsgremien. Und zwar ging es da um Mitglieder der AfD-Fraktion. Die Fraktionen, die entsenden ja in die Bundestagsausschüsse beispielsweise alle ihre Mitglieder, aber in Sondergremien des Bundestages, beispielsweise in das Vertrauensgremium, das die Wirtschaftspläne der Nachrichtendienste kontrolliert etwa, da müssen die Mitglieder der Fraktionen jeweils gewählt werden. Es fanden Wahlgänge statt im März und im April. Die Kandidaten der übrigen Fraktionen haben die erforderliche Mehrheit damals erreicht. Das ist die Kanzlermehrheit, das sind 355 Stimmen ja in diesem Bundestag. Und die AfD-Kandidaten, die sind aber damals durchgefallen. Deswegen ist es nötig, hier noch einmal nachzuwählen. Das hat der Bundestag gemacht. Das sind relativ ausführliche, lange Wahlgänge, weil das Ganze stattfindet mit Wahlausweis, mit Stimmkarte in der Wahlkabine, weil beispielsweise bei einem anderen Gremium, dem Sondergremium zum Stabilisierungsmechanismusgesetz, da muss sogar in einer Wahlkabine, wie bei der Kanzlerwahl, geheim gewählt werden, weil da geht es darum, dass dieses Gremium, beispielsweise wenn die Bundesregierung Staatsanleihen an Börsen handeln will, seine Zustimmung geben muss. Und das ist ein sehr wichtiges Gremium. Auch dafür mussten noch AfD-Vertreter nachgewählt werden. So, jetzt geht es aber weiter hier in die Aktuelle Stunde, die die AfD beantragt hat. Da geht es um die Datenschutzgrundverordnung. Es spricht die erste Rednerin Johanna Kota. Die CSU forderte kurz vor Stichtag sofortige Nachbesserungen. Das muss man sich mal vorstellen. Da beschließen die Altparteien etwas auf EU-Ebene, verabschieden ein Gesetz, winken es sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat durch. Und kurz bevor es in Kraft treten soll, dann fordern Sie ein Blitzgesetz gegen das Gesetz, das Sie gerade erst verabschiedet haben. Was für eine peinliche Vorstellung, meine Damen und Herren. Meine persönliche Frage an die Bundesregierung bezüglich der DSGVO kam mit der Bitte um Anpassung zurück. Die Regierung verstand den Begriff institutionalisierte Presse nicht. Meine Damen und Herren, dieser Begriff ist Teilgrundlage des Gesetzes. Bevor Sie etwas im Bundestag verabschieden, sollten Sie es sich wenigstens einmal durchlesen. Und weil Sie die Vorschriften der DSGVO selbst nicht verstehen, haben Sie den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages mit einer Ausarbeitung beauftragt, die Ihnen erklären soll, wie Sie das umsetzen, was Sie selbst beschlossen haben. Aber selbst diese zweite Ausarbeitung haben Sie nicht verstanden. Die zweite Ausarbeitung in einfacher Sprache und die erste Ausarbeitung und eine zweite angefordert. Aber die Bürger da draußen, die sollen das ohne Hilfe verstehen. In einem Brief an die eigene Bundesregierung beschwert sich ein CDU-Bundestagsabgeordneter, dass diese Regulierungsorgie den Kernbereich der Abgeordnetentätigkeit lahmzulegen droht. Recht hat der Mann, fragt sich, wieso die Union diesem Unsinn überhaupt zugestimmt hat. Meine Damen und Herren, Sie wollten die Großen treffen. Sie wollten die Googles und Facebooks dieser Welt treffen. Und stattdessen haben Sie den kleinen Mann getroffen. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Start-ups, die Vereine, Freiberufler und Ehrenamtliche. Den großen Unternehmen ist diese Verordnung herzlich egal. Die haben genug Geld, um sich die teuren Juristen zu leisten. Ja, mehr noch, Facebook nutzte die DSGVO gleich einmal zur Einführung der Gesichtserkennung in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen, oder setzen 6. Die Bürger stehen dagegen vor einem Bürokratiemonster, einem Gesetz, das vor Rechtsunsicherheiten nur so strotzt, das wichtige Detailfragen ungeklärt lässt, das Unternehmen und Privatleute völlig überfordert und vor praktisch unerfüllbare Anforderungen stellt. Eine Wettbewerbsverzerrung, vor der die Großen profitieren und bei dem die Kleinen das Nachsehen haben. Die AfD hat diese Probleme alle erkannt und bei der Abstimmung auf EU-Ebene im Ausschuss als einzige deutsche Partei gegen die Datenschutzgrundverordnung gestimmt. Aufgrund der Rechtsunsicherheiten gehen nun Webseiten vom Netz, Newsletter werden eingestellt, Babysitter-WhatsApp-Gruppen geschlossen, ausländische Webseiten sind für Europäer teilweise nicht mehr erreichbar, ja selbst das Streamen eines Gottesdienstes wurde eingestellt. Juristen geben auf Fragen unterschiedliche Antworten. Nein, Fotos von Personen darf man ohne Einwilligung nicht mehr ins Netz senden, sagen die einen. Doch, darf man, sagen die anderen. Garantien dafür gibt es nicht.
Wer Recht hat, werden die Gerichte entscheiden. Wir warten also auf Präzedenzfälle. Präzedenzfälle auf Kosten der Betroffenen, die sie im Notfall ihre Existenz kosten können. Die Abmahnindustrie, die freut sich. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein Konjunkturprogramm für sie. Die Behörden, die die Betroffenen eigentlich helfen sollen, die sind überfordert. Wählte Altparteien, wenn Sie schon so einen Irrsinn verabschieden, dann sorgen Sie doch wenigstens dafür, dass die Menschen da draußen umfassend informiert werden. Wo war die groß angelegte Aufklärungskampagne der Regierung? Bürgerfreundliche Politik geht anders. Fassen wir zusammen. CDU und FDP kaufen Daten von der Deutschen Post. Die SPD holt sich Obamas Datensammelgenie John Messina ins Team. Der Beitragsservice von ARD und ZDF erhält Millionen von Daten von den Einwohnermeldeamten. Die Schufa weiß mehr über einen als man selbst. Die NSA spioniert fleißig weiter. Und dank Staatstrojaner trägt der ein oder andere seine ganz persönliche Wanze mit sich herum. Aber wehe, der kleine Handwerker tauscht sich mit seinem Kollegen auf der Baustelle über WhatsApp aus oder Oma Erna steht die Fotos von der letzten Kaffeefahrt auf Facebook, dann schlägt der Staat mit voller Härte zu. Werte Kollegen, Datenschutz ist wichtig, aber bitte mit gesundem Menschenverstand und vernünftigen und klar verständlichen Gesetzen. Um es ganz einfach zu machen, wenn Sie selbst nicht verstehen, was Sie hier beschließen, wenn Sie den wissenschaftlichen Dienst einschalten müssen, dann lassen Sie es einfach. Die DSGVO ist mit sofortiger Wirkung auszusetzen und zu überarbeiten. Vielen Dank. Auf Verlangen der AfD-Fraktion gibt es hier diese Aktuelle Stunde zur Datengrundschutzverordnung, die ja seit dem 25. Mai gilt. Gestatten Sie mir noch einen Nachsatz zu den Gremienwahlen. Die Ergebnisse, die bekommen Sie natürlich hier im Verlauf der Sitzung mit, denn ausgezählt ist noch nicht. Jetzt haben wir das erste Ergebnis. Das ist noch eine namentliche Abstimmung. Da ging es nicht um die Wahlen zu den Gremien, sondern da ging es um einen Gesetzentwurf der Linken zur Mietpreispolitik. Mit Ja haben gestimmt 119, Kolleginnen und Kollegen mit Nein haben gestimmt 542, Enthaltungen gab es nicht. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach der... Also das war die namentliche Abstimmung. Schon vor einer Stunde wurde namentlich abgestimmt, aber durch diese Wahlen hat sich auch die Verkündung dieses Ergebnisses etwas verzögert. Da ging es darum, dass die Linke einen Gesetzentwurf eingebracht hat, indem sie hat sie eine bessere Auskunftspflicht der Mieter verlangt. Der ist abgelehnt worden, dieser Gesetzentwurf. Jetzt in der Aktuellen Stunde weiter mit dem parlamentarischen Staatssekretär Stefan Mayer. Die Datenschutzgrundverordnung, die zum 25. Mai endgültig in Kraft getreten ist, mit sich bringen würde. Es gab viele Erwartungen, aber durchaus auch Befürchtungen. Und um eines, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zuvorderst zu sagen, sämtliche Skepsis und Befürchtungen sind grundsätzlich ernst zu nehmen. Seien es Befürchtungen von kleineren oder mittleren Unternehmen, seien es Befürchtungen von Vereinsvorsitzenden, was den Umgang mit den Daten der Mitglieder anbelangt, seien es aber auch Befürchtungen von professionellen Fotografen, was die Frage anbelangt, ob sie auch weiterhin die Fotos so veröffentlichen können, wie sie es bisher getan haben. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass diese Befürchtungen zum allergrößten Teil vollkommen unberechtigt und unsubstanziert sind. Und ich glaube, man kann gerade auch in so einer Debatte schön darstellen, dass Deutschland zum einen ein großes Interesse daran hat, dass diese Datenschutzgrundverordnung kam. Die Vereinheitlichung und die Harmonisierung des Datenschutzrechts auf europäischer Ebene war insbesondere im Interesse der deutschen Wirtschaft. Und zum anderen bin ich auch der festen Überzeugung, dass Deutschland sehr gut vorbereitet ist auf die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist erlassen worden vor über 2 Jahren. Es gab also einen langen Vorbereitungszeitraum, sowohl für die Unternehmen, aber auch für Private. Und es gab auch seitens der Bundesregierung mannigfaltige Aufklärungs- und Unterstützungskampagnen, um dies auch an dieser Stelle deutlich zu sagen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Bundesinnenministerium zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium eine intensive Dialogreihe ins Werk gesetzt, um alle, die Interessen haben, in und um die Datenschutzgrundverordnung frühzeitig darüber zu informieren. Und ich kann an dieser Stelle auch sagen, diese Informationskampagne, diese Dialogreihe wird auch weiterhin fortgesetzt. Darüber hinaus gibt es auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums einen umfangreichen Fragen- und Antwortenkatalog, in dem auch sehr dezidiert auf sämtliche Befürchtungen und auch mögliche Fallstricke der Datenschutzgrundverordnung hingewiesen wird.
Ich möchte, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auf zwei Hauptthemen eingehen, die insbesondere jetzt auch in der Berichterstattung vor dem 25. Mai im Fokus standen. Zum einen die Fragestellung, wie wird mit den Bußgeldern möglicherweise umzugehen sein? Und die zweite Fragestellung, gibt es möglicherweise ein Abmahnunwesen, das Deutschland jetzt überziehen wird? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Datenschutzgrundverordnung, die ja generell gilt, in Deutschland gut vorbereitet wurde. Wir haben als Deutscher Bundestag vor einem Jahr als erstes Mitgliedsland der Europäischen Union ein Anpassungs- und Umsetzungsgesetz erarbeitet und verabschiedet. Und darüber hinaus auch eines in aller Deutlichkeit, die Frage, ob die Möglichkeit besteht, nationalstaatlich von Bußgeldvorschriften abzuweichen, ist auch klar zu beantworten. Ich weiß, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass angeblich Österreich hier eine konziliantere Regelung getroffen habe, was die Vornahme von Bußgeldvorschriften anbelangt. Hier muss man klar dazu sagen, dass es keinen Abweichungs- und Interpretationsspielraum für die nationalen Mitgliedsländer gibt. Die Bußgeldvorschriften gelten unmittelbar laut der Datenschutzgrundverordnung und es gibt hier keinen Umsetzungsspielraum für die Mitgliedstaaten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben, wie gesagt, eine umfangreiche Aufklärungskampagne als Bundesregierung gestartet, werden diese Aufklärungskampagne auch weiter fortsetzen, aber wir belassen es nicht dabei. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich in einem Schreiben an die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz gewandt, also damit an die 16 Landesdatenschutzbeauftragten, und intensiv in diesem Schreiben darum geworben, dass diese Datenschutzgrundverordnung vernünftig und bürgernah umgesetzt wird. Und das ist aus meiner Sicht auch mit der Hauptaspekt, der mich dazu bringt, dass ich derzeit überhaupt keine Befürchtung habe, dass jetzt in überbordender und in übermäßiger Art und Weise Vereinsvorsitzende traktiert werden, dass Handwerksbetriebe traktiert werden. Ich vertraue hier auf eine vernünftige, angemessene und bürgerfreundliche Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung durch die 16 Landesdatenschutzbeauftragten. Darüber hinaus hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer an die Bundesjustizministerin Frau Barley gewandt mit der Bitte, eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag möglichst schnell auf den Weg zu bringen in die Umsetzung, und zwar die Novellierung des UWGs, des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Wir waren uns in den Koalitionsverhandlungen sehr schnell einig, dass wir hier eine Veränderung dahingehend vornehmen wollen, dass wir das Abmahnunwesen, das es teilweise ja in sehr überbordender Weise gibt, nicht nur betreffend die Datenschutzgrundverordnung, sondern auch in anderen Fallkonstellationen, deutlich minimiert und zurückgefahren wird. Und unsere klare Erwartung als Bundesinnenministerium ist es, dass wir jetzt als Bundesregierung hier auch schnell handeln, hier schnell tätig werden und eine Novellierung des UWGs voranbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch eine vom Bund finanzierte Stiftung Datenschutz vor einigen Jahren in Kraft gesetzt und gegründet. Und auch diese Stiftung Datenschutz hat eine eigene Internetseite geschaltet mit eigenem Material und mit eigenen Handreichungen, was die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung anbelangt. Auch diesbezüglich ist zu erwähnen, dass nicht nur der Bund hier seine Hausaufgaben aus meiner Sicht gemacht hat, sondern auch in sehr vielen Ländern, insbesondere auch die Landesdatenschutzbeauftragten, sehr hilfreiche, auch gut lesbare, gut verständliche Handreichungen erarbeitet haben, die aus meiner Sicht auch sehr schnell instruktiv mit dazu beitragen, die Befürchtungen, die natürlich grundsätzlich im Raum stehen, sehr schnell auch beseitigen zu können. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass dieses Horrorszenario, das insbesondere auch, liebe Frau Kollegin Kotar, hier von der AfD an die Wand gemalt wird, vollkommen unberechtigt ist, unsubstanziert ist. Es gibt auch in den ersten Tagen der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung überhaupt keine Hinweise darauf, dass diese von Ihnen aus meiner Sicht künstlich und auch vollkommen übertrieben eskalierten Befürchtungen irgendeine Grundlage haben. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden schnell handeln, um dies auch noch einmal zu sagen, was die Novellierung des UWGs anbelangt. Das ist aus meiner Sicht, was das gesetzgeberische Tätigwerden der Hauptansatzpunkt. Wir werden als Bundesinnenministerium in der zweiten Jahreshälfte
das zweite Anpassungs- und Umsetzungsgesetz zur Datenschutzgrundverordnung vorlegen. Es muss in diesem zweiten Anpassungs- und Umsetzungsgesetz in mindestens 150 Bundesgesetze eingegriffen werden. Auch dies ist ein größeres Konvolut, ein größerer Rechtsakt, der jetzt im Bundesinnenministerium vorbereitet wird. Ich sage hier auch dazu, wir sind hier auch offen, insbesondere die angedachte Novellierung des UWGs in dieses zweite Anpassungs- und Umsetzungsgesetz zur Datenschutzgrundverordnung mit aufzunehmen und mit zu integrieren. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass die Datenschutzgrundverordnung selbst ja eine Evaluierung vorsieht. Es wird im Mai 2020 ein Evaluierungsbericht vorgelegt werden seitens der EU-Kommission über die Erfahrungen mit der Datenschutzgrundverordnung. Und aus meiner Sicht ist der Zeitpunkt für das Vorlegen dieses Evaluierungsberichtes auch deshalb so günstig, weil er unmittelbar vor Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2020 liegt. Deshalb bin ich auch der Überzeugung, tun wir als Bundesregierung auch gut daran, das Datenschutzrecht und insbesondere auch die Datenschutzgrundverordnung und eine mögliche Änderungs- und ein möglicher Novellierungsbedarf bezüglich der Datenschutzgrundverordnung auch zu einem Hauptthema der deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu machen. Deutschland war und ist gut vorbereitet auf die Datenschutzgrundverordnung. Dass die Datenschutzgrundverordnung kam, war insbesondere im deutschen Interesse, weil nämlich, Frau Kollegin Kozar, eines genau jetzt ausgeschlossen wird, nämlich dass manche Länder, ich nenne da jetzt keine im Einzelnen, aber manche Länder durch niedrige Datenschutzrechtsniveaus, durch Datenschutzrechtsdumping sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben, wenn es um die Ansiedlung von Unternehmen und insbesondere auch um die Frage geht, wo bestimmte Unternehmen, Facebook und Google, ihre Sitze in Europa bilden. Wir haben jetzt ein Level Playing Field, wir haben ein gleiches Spielfeld, ein ebenes Spielfeld, das es ermöglicht, dass überall die gleichen Standards und die gleichen Grundsätze gelten. Und das ist aus meiner Sicht insbesondere auch im Interesse Deutschlands und im Interesse der deutschen Wirtschaft. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan Mayer. Ich will, weil die Frage war, eine Zwischenfrage stellen zu dürfen, Frau Petri, in der Aktuellen Stunde gibt es keine Zwischenfragen. Nächster Redner in der Aktuellen Stunde für die FDP-Fraktion, Manuel Höferlin. Und er ist Sprecher für Digitalpolitik seiner Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vor allem meine geschätzten Kollegen der SPD und der Union, guten Morgen, sind Sie auch wach? Sie haben leider 2 Jahre geschlafen, weil, was haben Sie verpasst in den 2 Jahren? Sie haben es verpasst, in der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeiten zu nutzen, die dort möglich sind für die nationalen Staaten, um sie anzupassen, so dass sie nicht so wirken, wie sie das tun. Hat vielleicht niemand von Ihnen bemerkt, ein Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz kann man vielleicht nicht einfach im Schlaf machen, sondern das Gesetz führt im Kern jetzt dazu, dass Konzerne wie Facebook sich über eine Datenschutzerklärung, eine Einwilligung holen für Gesichtserkennung, für alles Mögliche. Und Tante Traudels Rezepteblock wird vom Netz genommen, weil es Angst hat vor Abmahnschreiben. Und das ist der Punkt. Die Daten sind kein Stück sicherer geworden. Meine Daten sind nicht sicherer vor Schufa, vor Beitragsservice, vor Geheimdiensten, aber die Homepage des örtlichen Sportvereins ist vielleicht am Ende, muss einpacken, weil dieser Sportverein jetzt plötzlich Angst hat, ein Abmahnschreiben zu bekommen. Und Frau Kollegin, ich kann dem nicht zugestimmt haben, weil wir waren vor 2 Jahren gar nicht hier im Parlament. Übrigens Sie auch nicht. Privatleute, Handwerker, Freiberufler schauen sehnsüchtig zu den österreichischen Nachbarn, die nämlich die Öffnungsklausel der Datenschutzgrundverordnung genutzt haben. Und das war eben genau die Aufgabe für Sie in der Großen Koalition, auch in der letzten Legislatur, dies zu nutzen zum Wohle hier dieser Unternehmen und der kleinen Vereine. Und das haben Sie sträflich vernachlässigt. Stattdessen feiert, Staatssekretär Mayer sagte, eine Abmahn, ich weiß gar nicht, wie Sie es genannt haben, ich sage es mal, das ist eine Abmahnwelle, die drohen könnte. Die ersten Abmahnungen sind am 25.05. bereits zugegangen. Ich bin mal gespannt, wie viel das jetzt werden. Auf jeden Fall führt es dazu, dass zumindest ein großes Drohpotenzial in dem Bereich ist. Um fair zu bleiben, es ist Ihnen ja selbst unangenehm.
Es ist Ihnen ja selbst unangenehm. Sie wollen hektisch jetzt schnell versuchen, die Fehler auszubügeln. Aber erstens sind Ihre Vorschläge, die Sie jetzt machen, zu spät. Das hätte man in den letzten 2 Jahren machen müssen. Zweitens, Sie sehen nicht weit genug. Und drittens, und das ist mal wieder spannend, Sie sind auch in der Koalition nicht abgestimmt. Sie führen wieder über die Medien aus, was Sie besser in den letzten 2 Jahren in einem gemeinsamen Gespräch hätten klären können und müssen. Es ist ja nicht so, dass Sie erst seit Kurzem hier in der Koalition säßen. Ich habe in einem Vortrag gehört, naja, das wäre halt alles so lange gedauert, weil die Koalitionsbildung, die Regierungsbildung so lange gedauert hätte. Sie bilden aber nicht seit 2 Jahren diese Regierung und Sie haben genug Zeit gehabt, das zu machen. Vielleicht hätten Sie einfach mal ein Gespräch auch mit Ihren Kollegen im Europäischen Parlament führen sollen. Weil, soweit ich informiert bin, stellen Sie dort eine ganze Menge Abgeordnete im Europäischen Parlament. Und es hätte dem nicht geschadet und es wäre uns vielleicht viel erspart geblieben. Lassen Sie mich 5 Punkte bringen, die uns jetzt nach vorne schauend weiterhelfen würden. Weil es hilft dann am Ende doch nichts, wenn wir darauf rumreiten, was Sie verpasst haben 2 Jahre. Erstens, die Abmahnwelle stoppen. Es geht darum, den Schutz von Personen und nicht darum, dass jemand aus einer Abmahnbranche wegen einer Abmahnpauschale einen Brief schreiben kann mit einem relativ hoch festgesetzten Streitwert. Also geht es ganz schnell darum, das, was in Österreich gemacht wurde, nämlich das Abmahnwesen in dem Bereich einzudämmen. Das muss unbedingt sofort geschehen, und zwar auch dauerhaft. Zweitens, wir sollten Spielräume für die Öffnungsklauseln der Datenschutzgrundverordnung jetzt nutzen. Und zwar ohne den Datenschutz zu verwässern. Und das geht. Unsere Nachbarländer machen das auch vor. Denn der Datenschutz dient in erster Linie den Menschen. Ich will nicht die Daten schützen, ich will die Rechte der Menschen schützen. Und es darf auch kein Selbstzweck sein, was dort geschieht. Ein Konzern darf nicht genauso behandelt werden wie der Verein vor Ort mit lauter Ehrenamtler, meine Damen und Herren. Drittens, eine Auslegung von Rechtsunklarheiten durch den EuGH forcieren. Das müssen wir auch schnell machen. Es gibt Rechtsunklarheiten in der Datenschutzgrundverordnung. Die sollten möglichst schnell dem EuGH vorgelegt werden, damit da Klarheiten besteht. Auch die Europäische Datenschutzinstitution kann das tun. Es kann nicht sein, dass wir hier in Deutschland 16 Rechtsauffassungen zur Auslegung haben, plus noch dann vielleicht andere, weil der Vorteil einer Datenschutzgrundverordnung ist ja das einheitliche Datenschutzniveau in Europa. Viertens, und es freut mich, das zu hören vom parlamentarischen Staatssekretär Mayer, Aufsichtsbehörden sollten finanziell, personell hinreichend ausgestattet sein. Ich habe da Sie so verstanden, dass die Stiftung Datenschutz finanziell unterstützt wird im nächsten Haushalt. Und da freue ich mich schon besonders, denn sie ist uns auch ein großes Anliegen. Und fünftens, ja, die Aufsichtsbehörden in den Ländern kriegen das vielleicht auch über deren Haushalte. Aber ich freue mich ja, wenn der... Das muss ein kurzes Fünftens sein. Ja, genau. Sehr kurz. Eine Gesamtstrategie für das Datenrecht der Zukunft. Denn viele Fragen sind in der Datenschutzgrundverordnung nicht behandelt. Und es wird uns über Jahre hinweg noch viele Aufgaben geben, das zu machen. Lassen Sie uns jetzt damit anfangen und nicht noch weitere 2 Jahre schlafen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Höferlin. Nächste Rednerin, Saskia Esken für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Datenschutz, der Kollege Höferlin hat es gesagt, ist schon ein seltsamer Begriff. Wir wollen ja keine Daten schützen. Wir schützen Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Grundrecht informationelle Selbstbestimmung genannt, weil die Menschen eben selbst darüber bestimmen sollen, was mit ihren Daten geschieht. In den 80er Jahren war der Staat der einzige Akteur, der zu viel über uns wissen wollte. Wir haben damals vor dem gläsernen Bürger gewarnt. Und wir haben uns nicht so viel Gedanken gemacht über den Adresshändler, der unsere Adresse bei einem Preisausschreiben gewonnen hatte. Waren ja auch nicht so viele. Heute im Zeitalter der Digitalisierung machen wir uns übrigens immer noch Gedanken über den neugierigen Staat. Und ich denke zu Recht, denn wenn ich mir die Gesamtschau der Überwachung anschaue, die das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat, dann haben wir da allen Grund dazu. Im privaten Bereich gibt es aber mittlerweile viel mehr über uns zu wissen als nur die Postadresse, die irgendwo gehandelt wird. Was immer wir online erledigen, ob wir was suchen, was kaufen, ob wir Serien schauen, mit allem hinterlassen wir Spuren im Netz und wir machen uns damit ziemlich durchschaubar. Meinungsumfragen sagen, 80% der deutschen Bevölkerung finden das beunruhigend. Sie wollen sich davor schützen können, was da ohne ihr Wissen, ohne ihr Einverständnis an Daten gesammelt wird. Weil Daten keine Grenzen kennen, wurde mit der Datenschutzrichtlinie 1995 ein erster Versuch gemacht, das Datenschutzrecht in der EU zu harmonisieren. Die Richtlinie wurde aber sehr unterschiedlich umgesetzt, zu einem Flickenteppich nationaler Regeln, der eben kaum durchsetzbar war. Eben schon gar nicht gegenüber den globalen Playern. Die haben gesagt,
ihr mit eurem komischen Datenschutz, den verstehen wir gar nicht. Die Datenschutzgrundverordnung, die anders als die Kollegin Kotals falsch verstanden hat, die ist nicht vor zwei Jahren, heute in Kraft getreten, am 25.05., sondern bereits vor zwei Jahren. Wirksam geworden ist sie jetzt. Die will das ändern. Als unmittelbar geltendes Recht erlaubt sie nur wenige Sonderwege. Die Ausrede vom Flickenteppich gilt also nicht mehr und die wird auch nicht durch 16 Landesdatenschutzbeauftragte wieder aufgeweicht. Dazu kommen drastisch erhöhte Bußgelder. Alle haben es gehört, 20 Millionen Euro oder bis zu 4% vom weltweiten Jahresumsatz. Da kommt dann schon was zusammen. Ansonsten hört man jetzt, hat sich an den Pflichten von Privatleuten, Unternehmen und Institutionen nicht viel geändert. Wer bisher sich schon datenschutzkonform verhalten hat, ja gut, aber wer hat es schon? Das muss man ja einräumen. Auch wir Abgeordneten waren da nicht besser, selbst vermutlich die Kollegen von der FDP, die die letzten vier Jahre und auch diese zwei Jahre Übergangsfrist ja in anderen beruflichen Verwendungen waren, haben da nicht nachgezogen. Ich weiß also sehr gut, da draußen und hier drin gibt es viele, ja, genau, die Vorteile eines endlich durchsetzungsfähigen Datenschutzrechts jetzt nicht im Vordergrund sehen, die ich hier aufmale. Sie sehen den für viele undurchschaubaren Aufwand, den Sie als Verein oder als Unternehmen mit Ihrer Website, mit Ihrem Online-Shop treiben müssen. Das kostet Mühe, das kostet Geld, es macht auch vielen Angst. Und ja, manche Beratungen, die sind ihr Geld nicht wert, sondern die schüren mehr Unsicherheit, als dass sie Hilfestellung geben. Und auch von denen, die aus Verunsicherung politisch Kapital schlagen wollen, liebe Frau Kollegin, wird viel Blödsinn erzählt. Alle Beispiele, die Sie genannt hatten, haben mit Datenschutzgrundverordnung komplett nichts zu tun. Dazu kommt natürlich die Angst vor den Bußgeldern. Ich bin mir aber sicher, der Staatssekretär hat es gesagt, die Datenschutzaufsichtsbehörden werden die mit Augenmaß umsetzen und sie haben das Gebot der Verhältnismäßigkeit ohnehin anzuwenden. Bei erkennbarem Bemühen um den Datenschutz nichts Willkür werden Sie auf einen Fehler erst mal hinweisen und sagen, wie es besser zu machen ist, denn Sie haben in Ihrem Aufgabenkatalog nicht nur die Aufsicht, sondern auch die Beratung stehen. Ich sage also, die Datenschutzgrundverordnung ist kein Grund zur Panik, aber sie ist ein guter Anlass zum Aufräumen. Naja, wer räumt schon gerne auf? Aufräumen heißt hier, dass wir uns bewusst machen, welche Daten besitzen wir, welche Daten brauchen wir und insbesondere natürlich personenbezogene Daten. Der Kollege, der vom Datenrecht gesprochen hat, das ihm offensichtlich fehlt, der spricht ja von nicht personenbezogenen Daten. Die sind von der Datenschutzgrundverordnung gar nicht betroffen. Bitte immer schön auseinanderhalten. Wir müssen aufräumen in der Frage, welche personenbezogenen Daten brauchen wir. Auf welche können wir verzichten und wie gehen wir mit dem Rest um? Im Idealfall sollte dieses Aufräumen zu mehr Datenqualität führen. Und weil übrigens das sichere Aufbewahren auch zu unseren Pflichten gehört, führt die Datenschutzgrundverordnung auch zu mehr Datensicherheit. Insgesamt also klingt es für mich nach einem Gewinn. Ich räume ein Versäumnis. Das tue ich natürlich nicht gerne. Wir haben nicht nur die letzten zwei Jahre in unseren eigenen Pflichten ein bisschen geschlafen, so wie alle anderen, und räumen jetzt vielleicht noch ein bisschen auf. Nein, wir haben es leider auch verpasst, dieses wunderbar durchsetzungsfähige Datenschutzrecht mit einer Kampagne unter die Leute zu bringen. Und zwar mit einer, die sie aktiv bei der Umsetzung unterstützt. Wie wir überhaupt viel zu oft Gesetze machen, ohne dafür zu werben und auch die Mittel und die Wege für die Umsetzung bereitzustellen. Ich kann nur dafür plädieren, dass wir das bei der Ausstattung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz in der Haushaltsberatung 2019 in Ordnung bringen und unser Versäumnis damit ein Stück weit wieder gut machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Recht, selbstkritisch hier Saskia Esken für die SPD. Man müsse Bürger, Unternehmen und alle Verbraucher besser informieren. Und im Vorfeld auch dieser Datenschutzverordnung hätte man das besser machen können. Anke Domscheit-Berg für die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Besuchergruppen, vor allem die aus Mecklenburg-Vorpommern. Hallo. Eine im Kern gute Sache verunsichert flächendeckend. Datenschutz gerät in Verruf. Er soll kompliziert, aufwendig und vor allem für die Kleinen ein finanzielles Risiko sein, heißt es. Obwohl das Gesetz 2014 beschlossen war, 2016 in Kraft trat, haben gefühlt 80% der Gesellschaft erst Tage vor seiner Wirksamkeit am 25. Mai davon erfahren. Seitdem regiert das Chaos. Viele Regelungen sind unklar, unter anderem, weil sie gegensätzlich ausgelegt werden, selbst von behördlichen Stellen.
Die Ankündigung einer Abmahnwelle, die Näheblogs und Handwerker überrollt, verbreitete sich, wie alle Horrorszenarien, besonders schnell im Internet. Weil die Erinnerung an das Unwesen der Abmahnindustrie wegen kleinster Urheberrechtsverletzungen noch sehr lebendig war, glaubten das viele und schlossen vorbeugend ihre Webseiten, von Kita im Gewerbehof.de bis zum Kunsthandwerkermarkt. Das bedroht die Vielfalt des Internets. Aber schuld daran ist nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern eine Bundesregierung, die es versäumt hat, die Regelung vernünftig in nationales Recht zu überführen und vor allem, das wurde ja immerhin anerkannt, in der Gesellschaft sinnvoll zu begleiten. Weil wir leider aus dem Blick verlieren, warum dieses Gesetz eine gute Sache ist, möchte ich kurz daran erinnern. Endlich haben wir, jeder Einzelne, eine Handhabe gegen digitale Großkonzerne, für deren Geschäftsmodelle wir unsere Privatsphäre opfern sollen. Denn es gibt jetzt ein Verbandsklagerecht, das unsere Kräfte bündelt. Und wenn sich Unternehmen nicht an Regeln halten, wird es für sie so teuer, dass die Portokasse eben nicht mehr reicht und es ihnen richtig wehtut. Endlich haben wir ein Recht auf einfache AGB, die jeder versteht, und darauf, dass unsere Daten nicht ohne Zustimmung zu irgendwelchen Zwecken an irgendwelche Dritten herumgereicht werden. Aus dem Ausland kommt daher auch viel Lob, weil digitale Monopole bisher nach ihren eigenen Regeln agierten, aber nun Europa-Regeln definiert und mit der Macht einer 500 Millionen NutzerInnen durchgesetzt hat und damit die Privatsphäre auch im digitalen Zeitalter überhaupt wieder eine Chance bekommen hat. Das ist einmalig, es ist großartig und wir sollten als EuropäerInnen darauf stolz sein. Statt Stolz dominieren aber Unverständnis, Wut und Ablehnung und leider auch zu Recht. Ich möchte die Bundesregierung daher auffordern, folgende überfällige Maßnahmen zeitnah umzusetzen. Erstens eine Art Freischuss für die Kleinen. Wir müssen denen, die nicht die Ressourcen von Großunternehmen haben, die Angst nehmen. Dazu braucht es eine EU-rechtskonforme Freischussregelung. Beim Erstverstoß durch Blogger, Selbstständige, Bildungsinstitutionen, NGOs und KMU, deren Geschäftsmodell nicht mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu tun hat. Denn die Datenschutzgrundverordnung beschreibt ja selbst vor, dass die Ahndung eines Verstoßes angemessen zu sein hat. Es muss nur jedem klar werden, und darum geht es mir, wie eine angemessene Ahndung von Erstverstößen durch Näheblogs oder Feuerwehren auszusehen hat, nämlich Beratung und Ermahnung statt Bußgeld. Zweitens eine umfassende Aufklärungskampagne der Bundesregierung. Die hat Staatssekretär Mayer zwar irgendwie mitbekommen, ich nicht und viele andere auch nicht. Kurz, es braucht einen helfenden Staat, der seine BürgerInnen nicht im Stich lässt. Jeden Monat könnte man ein Thema vertiefen, öffentlich und breit kommunizieren. Datenschutzbehörden und andere öffentliche Stellen brauchen dazu ad hoc weitere Ressourcen, um mehr Schritt für Schritt Anleitungen im Netz und verlässliche Antworten, nicht widersprüchliche, auf offene Fragen bereitzustellen. Zur Aufklärung gehören aber auch verbindliche Aussagen zu den wichtigsten widersprüchlichen Interpretationen, zum Beispiel ob das Kunsturheberrecht in alter Form weiter gilt, also ob Fotografen so weiterarbeiten können wie bisher. Ich glaube das auch. Viele Fotografen wissen das aber immer noch nicht. Drittens Schluss mit der Abmahnindustrie. Die Bundesregierung muss endlich, wie angekündigt, der spezifisch deutschen Abmahnindustrie die Grundlage entziehen. Denn viel zu häufig werden Abmahnungen eben nicht zum Schutz gegen Wettbewerbsverzerrungen, sondern als eigenes Geschäftsmodell eingesetzt. Das ist zwar gar nicht zulässig, aber es passiert trotzdem und es kostet Geld und Zeit, sich dagegen zu wehren. Und deshalb gehört es endlich unterbunden. Allein das würde sehr vielen Menschen die Angst nehmen. Die Linksfraktion fordert die Bundesregierung auf, diese drei Maßnahmen zügig in Angriff zu nehmen, damit wir auf einen Weg zurückkehren, der der Sache dient, ohne unzumutbare Kollateralschäden anzurichten. Es muss endlich klar werden, worum es wirklich geht, nämlich darum, unsere Privatsphäre zu schützen, vor allem gegenüber denen, die sie in großem Stil zu Geld machen wollen. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass Schwangerschaftsabbrüche und sachliche Informationen dazu nicht ins Strafgesetzbuch gehören. 219a gehört endlich abgeschafft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Domscheit-Berg. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Tabea Rüssner.
Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man der Abgeordneten der AfD so zuhört, könnte man ja meinen, das Abendland sei kurz vorm Untergehen. Und es ist schon erstaunlich, dass die Datenschutzgrundverordnung ausgerechnet Ihnen jetzt plötzlich so wichtig ist. Denn wo waren Sie denn von der AfD, als die Verordnung im EU-Parlament verhandelt wurde? Ja, statt sich ins Gesetzgebungsverfahren einzubringen, haben die EP-Abgeordneten der AfD in jeder Sitzung mit Abwesenheit geglänzt. Und das über viele Jahre hinweg. Und statt die Chance zu nutzen, für die sie gewählt wurden, krakeelen sie jetzt im Nachhinein rum. Das ist ganz schön armselig, sehr geehrte Damen und Herren. Und ganz offensichtlich haben Sie sich ja die Datenschutzgrundverordnung nicht wirklich richtig gründlich angeschaut. Denn sonst würden Sie hier nicht so einen Unsinn verbreiten. Fakt ist, alles, was aus Brüssel kommt oder wo Verordnung draufsteht, ist Ihnen ein Dorn im Auge. Dagegen sind Sie. Und so funktioniert Politik machen aber nicht. Wir vertreten hier im Bundestag alle Menschen in diesem Land. Und die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger interessiert sich nun mal auch noch für eine Menge anderer Themen als für ihre Hetze oder Fremdenfeindlichkeit. Das Thema Datenschutz, genau, betrifft die Menschen überall in ihrem Alltag. Wenn sie zum Beispiel Spam-Nachrichten bekommen und nicht wissen, wo die Absender ihre E-Mail-Adressen herhaben. Oder wenn sie in den Nachrichten lesen müssen, dass Facebook Nutzerdaten an chinesische Firmen weitergibt. Die Datenschutzgrundverordnung bietet Bürgerinnen und Bürgern Schutz vor dem Missbrauch persönlicher Daten, vor diskriminierenden Entscheidungen, also zum Beispiel vor der unbegründeten Verweigerung von Krediten. Kommt vor, oder vor willkürlicher Überwachung. Und das gilt im Großen wie im Kleinen. Auch in anderen Bereichen übrigens ist das so. In der Gastronomie zum Beispiel gelten dieselben Hygienevorschriften für eine Massenkantine genauso wie für die kleine Pommesbude an der Ecke. Die Vorschriften sind dieselben, und das ist auch richtig so, denn nur so können wir verhindern, dass Menschen mit Lebensmittelvergiftung nach Hause gehen. Und am Ende des Tages, bietet die Datenschutzgrundverordnung als einheitlicher europäischer Rechtsrahmen auch viele Vorteile, gerade auch für deutsche Unternehmen. Wenn Sie sich im außereuropäischen Ausland mal umhören würden, dann würde Ihnen vielleicht auffallen, dass man zum Beispiel in den USA mit Neid und Bewunderung darauf schaut, dass wir einen solch starken Datenschutz europaweit eingeführt haben. Das wird innerhalb kürzester Zeit zu einem Standortvorteil für deutsche Unternehmen werden. Und da müssen Sie auch schon mal über den Tellerrand hinausschauen. Ich will gar nicht leugnen, dass die Umsetzung vor zwei Wochen für viele Organisationen, für kleine Unternehmen, auch für die Abgeordnetenbüros im Bundestag ein großer Kraftakt war. Da hätte ich mir auch gewünscht, die Bundesregierung hätte hier ihren Job richtig gemacht. Denn das alles hätte wesentlich geschmeidiger laufen können, wenn die Unternehmen wie auch die Bürgerinnen und Bürger besser unterstützt worden wären. Denn die Datenschutzgrundverordnung ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Es war doch klar, dass eine Umstellung für viele Unternehmen und Organisationen einen Kraftakt bedeuten würde. Und es ist der Fehler der Bundesregierung, dass sie die zweijährige Übergangsphase einfach so völlig untätig hat verstreichen lassen. Die Bundesregierung hätte die Zeit nutzen müssen, um frühzeitig über Änderungen zu informieren und bei der Umsetzung zu unterstützen. Und auch die Aufsichtsbehörden hätte man im Blick auf die neuen Aufgaben besser ausstatten müssen. Auch das hat die Bundesregierung total verpennt. Das zeigt auch der neueste Vorstoß, statt frühzeitig eine grundsätzliche Lösung gegen Abmahnmissbrauch auf den Weg zu bringen, will man die Probleme jetzt im Husch-Husch Verfahren flicken. Im Koalitionsvertrag haben Sie versprochen, etwas gegen den Abmahnmissbrauch zu tun. Jetzt wollen Sie eine Übergangslösung im Omnibusverfahren mit der Musterverstärkungsklage durchschleusen. So kann man ganz sicher keine sinnvollen Regelungen auf den Weg bringen. Zumal,
zumal es angesichts der aktuellen Datenskandale fraglich ist, die Maßnahmen der gesamten Datenschutzgrundverordnung auszusetzen. Wir brauchen dringend differenzierte, nachhaltige und wirksame Ansätze. Und dazu werden wir Grüne auch die richtigen Vorstellungen einbringen. Denken Sie in Ihre Redezeit, bitte. Ich kann versprechen, wir werden die Entwicklung im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung im Auge behalten und gegebenenfalls nachjustieren. Wenn sich die anfängliche Aufregung erst mal gelegt hat, wird uns die heutige Diskussion vielleicht absurd erscheinen. Panikmache scheint zwar für manche eine attraktive politische Strategie zu sein, sie ist hier aber fehl am Platz. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war das Abendland noch nicht untergegangen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Rösner. Nächster Redner in der Debatte, Marc Hinrichmann für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Besucher, als jemand, der auch ehrenamtlich und beruflich mit der Datenschutzgrundverordnung ja, in Verbindung gekommen ist, will ich es trotzdem mal als Optimist hier versuchen und sagen, wir haben jetzt erstmals einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen und statt nationaler Flickenteppiche. Und ich glaube, das ist eine große Errungenschaft. Wir wissen seit 2 Jahren, dass die Datenschutzgrundverordnung kommt. Und sie ist eben, wir haben es gehört, in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar. Und es wird immer viel jetzt geredet über die Sorgen und Nöte der Unternehmen. Ja, die sind berechtigt, die nehme ich ernst, die nehmen wir ernst. Aber was hat sich für Bürgerinnen und Bürger geändert? Auch das sollten wir mal deutlich betonen. Die Datenschutzrechte sind erstmals deutlich massiv gestärkt. Das Recht auf Information, Zugang, Löschung auch der Daten. Stillschweigen wird nicht mehr einfach als Zustimmung gewertet. Und auch Kinder werden im Internet deutlich besser geschützt. Und ich denke, das sind wesentliche datenschutzrechtliche Errungenschaften, für die wir dann die EU auch mal loben dürfen. Was hat sich für Unternehmen geändert und für Vereine, für Verbände? Letzten Endes, so sagt die EU-Kommission in ihrem Bericht an Rat und Parlament aus Januar 2018, an den Grundsätzen der Rechtsvorschriften zum Datenschutz, die 95 eingeführt wurden, nicht wesentlich viel. Und auch das sagt die EU-Kommission, Wirtschaftsbeteiligte, insbesondere KMU, deren Kerntätigkeit nicht mit hohen Risiken verbundene Datenverarbeitung besteht, werden in der Regel nicht den besonderen Verpflichtungen der Verordnung unterliegen. Jetzt stellt sich ja die Frage, ob wir hier vielleicht national doch die ein oder andere Datenschutzbehörde haben, die da andere Auffassung ist. Das ist wohl so. Wenn man alleine hört, dass in Baden-Württemberg das Verzeichnis für die Datenerhebung auch für Vereine gelten soll, da sie mit wichtigen Daten hantieren, so sagt die örtliche Datenschutzbehörde, dann ist die Frage, ob denn die Datenschutzgrundverordnung das eigentliche Problem ist oder ob es der nationale Umgang damit ist. Und die Datenschutzgrundverordnung geht auch, das muss man auch betonen, richtigerweise vom Grundsatz des berechtigten Interesses aus. Berechtigtes Interesse, das zum Beispiel auch die eben genannten Fotografen haben, wenn sie eine Versammlung, eine größere Gruppe fotografieren und abbilden. Dass wir eben nicht im Einzelfall, wie es immer kolportiert wird, fälschlicherweise von jedem eine Einverständniserklärung brauchen und morgen nichts mehr geht. Und ich glaube, dieses berechtigte Interesse, das auch für die Vereinsvorstände gilt, die ihre Mitglieder informieren wollen und müssen, dieses hochzuhalten, das auch mal deutlich zu betonen, dass es hier nicht darum geht, durch eine über ehrgeizige Auslegung der Datenschutzgrundverordnung die Rechte und Möglichkeiten von Vereinen, Verbänden, von Ehrenamt auch zu zerschlagen, von kleinen Unternehmen zu zerschlagen, das ist dann das deutliche Thema. Und wir haben, ja, die Auslegung wird nationale Gerichte auch noch sicherlich viel beschäftigen und auch wir werden noch häufig darüber diskutieren. Aber wenn es denn dann heißt, die Bundesregierung hätte deutlicher mehr, wie auch immer, informieren müssen, ich habe mich informiert, es hat alleine 31 Termine, wenn ich richtig informiert bin, mit Kammern, mit Unternehmensverbänden gegeben, wo also deutlich darauf hingewiesen ist, was da auf uns zukommt. Und ich weiß es selber von meiner zuständigen Kammer, dass ich 6 Wochen vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung selber mal angefragt habe, wann kommt da was? Stichwort Datenschutzerklärung für die Internetseiten. Wir sind dran, wir machen was. Alle Beteiligten haben diesen Zug nicht kommen sehen. Auch selbstkritisch muss das natürlich die Politik sich anrechnen. Das ist so. Aber das werden wir jetzt auf Anhieb nicht reparieren. Jetzt geht es darum, nach vorne zu gucken. Und unbestimmte Rechtsbegriffe.
Natürlich, unbestimmte Rechtsbegriffe sind in solchen Verordnungen natürlich gängig, weil die Kunst ja es ist, bis dahin 28 Mitgliedstaaten, 500 Millionen Einwohner unter einen Hut zu bringen, eine einheitliche Lösung zu kriegen. Aber von dieser Einheitlichkeit profitieren natürlich auch deutsche Unternehmen insbesondere. Insbesondere die, die exportieren, die über die Grenzen hinaus arbeiten und Daten verarbeiten. Und ich glaube, dass im Zuge der Digitalisierung und sich verändernder Wertschöpfungsketten auch diejenigen, die jetzt vielleicht noch gar nicht an diese Möglichkeiten glauben, in Zukunft froh sind, dass auch jenseits der Grenzen der gleiche Datenschutzstandard gilt wie hier. Nationale Öffnungsklauseln, auch die sind angesprochen. Österreich wird dann immer zitiert. Ich glaube nicht, dass sie im Interesse der deutschen Wirtschaft wären. Ganz einfach, weil wir dann wieder in Richtung nationale Einzellösungen und Flickenteppiche kämen. Und genau das ist das, was wir nicht wollen. Und wenn es darum geht, eben Schutz vor Bußgeldern etc., wie Österreich dann zitiert wird, dann ist es eine Klarstellung, wo manche auch böse Zungen sagen, es könnte europarechtswidrig sein. Ich will das gar nicht kommentieren. Aber wenn wir über Bußgelder reden, dann gilt hier immer noch das Gebot der Angemessenheit. Und auch das wird hier so sein. Und dann erwarte ich auch ganz konkret natürlich von den Datenschutzbehörden hier, dass natürlich nicht bei einem kleinen Verein oder kleinen Unternehmen im ersten Moment sofort losgeschlagen wird, beim ersten kleineren Verstoß, sondern dass man mit Augenmaß dagegen vorgeht. Das Gesetz macht es möglich, natürlich. Wir stellen uns natürlich diesem kritischen Dialog auch. Nur, wenn Sie jetzt hier und wenn die Kollegin Kutta hier aufschlägt und von EU-Mist redet und Schwachsinn redet, dann will ich auch mal eins kritisieren. Wir haben Anfang Mai in Brüssel zusammengesessen. Den einen oder anderen Kollegen habe ich hier gesehen. Wir beiden haben uns gesehen, Frau Kollegin Esken, wir waren auch da. So, und kurz, da wurde so, bitte, na, Sie sind schon drüber. Wurde diskutiert über die Auslegung der ganzen Datenschutzgrundverordnung, der Folgen, die das hat für Unternehmen und so weiter. Wer war nicht da? Die AfD-Fraktion war nicht vertreten, interessiert sie gar nicht. Sie können nur Schaufenster, sie können nicht Maschinenraum. Und diese Arbeit, das ist das Wichtige. Ich glaube, wichtig ist, nach vorne zu gucken. Die E-Privacy-Verordnung, die steht an. Und die sollten wir uns jetzt angucken. Mit der Datengrundverordnung arbeiten, mit der E-Privacy müssen wir schauen, dass wir da jetzt gucken, nach vorne gerichtet. Und ich bin dankbar, dass wir das jetzt optimistisch nach vorne tun. Ich bin dankbar, wenn Sie jetzt zum Schluss kommen. Danke schön. Tut mir leid. Mark Henrich war das für die Unionsfraktion, aber diese 5-Minuten-Regel bei der Aktuellen Stunde, da sind die Bundestagsvizepräsidenten, in dem Fall Claudia Roth, unnachgiebig. Jetzt Tino Schruppala für die AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es war ja vorauszusehen, Herr Mayer und auch Frau Rösner, Rösner, dass die berechtigte Kritik der AfD hier im Plenum wieder als populistisches Schüren von Ängsten und Panikmache interpretiert wird. Dazu kann ich nur sagen, Sie verwechseln hier Ross und Reiter. Die Ängste werden nicht von uns geschürt, denn Sie haben dieses Gesetz erlassen, welches drakonische Strafen in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro vorsieht für diejenigen, die sich diesem bürokratischen Irrsinn nicht beugen wollen oder können. Die Ängste der Menschen sind real. Und in Anbetracht des deutschen Abmahnunwesens sind sie auch realistisch. Vor 2 Wochen war es sogar in der Zeit zu lesen, der deutschen Mittelschicht geht es längst nicht so gut, wie immer hier behauptet wurde. Viele Menschen befürchten den sozialen Abstieg und ihre Befürchtungen sind berechtigt. Viele von Ihnen, die hier im Plenum sitzen, haben ja selbst an dem Dokumentarfilmprojekt teilgenommen, auf das ich hier anspiele. Stichwort Ungleichland. Jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland sieht sich finanziell nicht in der Lage, plötzliche Ausgaben von 1.000 Euro zu stemmen. Bei freischaffenden Journalisten, Fotografen, Künstlern sieht die Lage wohl nicht viel besser aus. Schon alleine die Androhung eines Bußgeldes in nur 3-stelliger Höhe treibt viele dieser Menschen in die Verzweiflung und an den Rand des Ruins. Und Sie alle sind verantwortlich dafür, dass so große Unklarheit darüber herrscht, wie dieses Gesetz auszulegen ist und mit welcher Rigorosität Datenschutzdelikte am Ende verfolgt werden. Darf ich unbehelligt fotografieren oder nicht? Wie verträgt sich die Datenschutzgrundverordnung mit der im Grundgesetz verankerten Freiheit der Meinungsäußerung oder der Informationsfreiheit? Darf ich meinen unabhängigen investigativen Journalismus auf YouTube veröffentlichen oder muss ich mit horrenden Bußgeldern rechnen? Kein Anwalt wird es wagen, hier beschwichtigend zu antworten. Es gibt inzwischen genügend Beispiele in unserem ach so demokratischen Land für völlig unverhältnismäßige und willkürliche Gerichtsurteile. Die Kosten, die durch diese unsichere Rechtslage entstehen, belasten vor allem Kleinunternehmer und Geringverdiener. Zum Beispiel, wenn ein Handwerker bis zu 1.800 Euro für den Umbau seiner Homepage verwenden muss und weitere 2.000 Euro für seine Rechtsberatung
weil das Gesetz mit seinen 99 Artikeln nicht nur für den Laien völlig undurchschaubar ist, sondern für den Rest auch. Ganz zu schweigen von der Zeit und den Nerven, die man für solche Dinge kosten. Jan-Philipp Albrecht von den Grünen in Brüssel feiert das Gesetz als klaren grünen Erfolg. Was daran besonders grün sein soll, ist mir schleierhaft. Aber grün ist an dieser Partei ja schon längst nichts mehr. Vielleicht sollte man über eine Umbenennung in die Roten oder die Bunten nachdenken. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 23.05.2018 hat Herr Albrecht übrigens der Bundesregierung vorgeworfen, sie habe der Öffentlichkeit nicht richtig erklärt, warum sie den Datenschutzgrundverordnung auch auf europäischer Ebene mitgetragen hat. Er behauptete außerdem, alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, hätten das Gesetz mit verabschiedet. Hat man in Brüssel noch nicht mitbekommen, dass es eine neue Volkspartei im Deutschen Bundestag gibt? Die AfD hat jedenfalls definitiv gegen das Gesetz gestimmt. So viel steht fest. Das können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen. Alle anderen Fraktionen, von den Linken, SPD, Grüne, CDU und auch die Liberalen, haben in Brüssel zugestimmt. Fast die Hälfte der deutschen Unternehmen ist überzeugt davon, dass die Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung den Arbeitsalltag komplexer und bürokratischer machen wird. Selbst die Handwerkskammern und Innungen und auch der BDI haben scharfe Kritik geübt und sehen dringenden Handlungsbedarf. Herr Mayer, das sollte auch Ihnen nicht entgangen sein. Wir von der AfD fordern Sie auf, damit aufzuhören, unsere Bevölkerung mit Gesetzen und Regelungen dieser Art zu terrorisieren. Schaffen Sie unverzüglich Klarheit darüber, wer hier eigentlich geschützt werden soll und für wen die Ausnahmeregeln gelten. Bitte tun Sie uns den Gefallen und bringen Sie die Grundrechte auf Meinungs- und Informationsfreiheit in Einklang mit dem Grundrecht auf Datenschutz, so wie das eigentlich vom Gesetzgeber in Brüssel auch vorgesehen ist. Paragraph 85 Datenschutzgrundverordnung hat es ausdrücklich den Mitgliedstaaten aufgegeben, hier entsprechende Regelungen zu treffen. Die vielen Juristen in den Ministerien werden doch wohl in der Lage sein, eine menschliche, vernünftige und wirtschaftliche Lösung zu finden und dafür zu sorgen, dass wir in diesem Land gut und gerne leben können. Es kann doch nicht so schwer sein, einen vernünftigen Ausgleich zwischen Meinungs- und Informationsfreiheit einerseits und Datenschutz andererseits zu schaffen. Ich merke, Sie haben es begriffen, was ich gemeint habe. Offenbar hat das neue Bundesdatenschutzgesetz das Problem ja auch nicht gelöst, sonst würde ja nicht so viel Kritik kommen. Sogar von Ihnen aus den eigenen Reihen der CDU. Zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls ist die Datenschutzgrundverordnung nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein weiterer Angriff auf die Meinungsfreiheit. Da unsere Änderungsanträge von Ihnen ohnehin aus Prinzip abgelehnt werden, liegt es jetzt an Ihnen, werte Kollegen, zu entscheiden, ob dieses Gesetz dazu missbraucht werden kann, die Freiheit der Bürger in diesem Land noch weiter zu beschneiden und ob es zur neuen Geißel für den deutschen Mittelstand wird oder nicht. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege. Bevor wir weitergehen in der Aktuellen Stunde und ich dem Kollegen Moors das Wort gebe, möchte ich Ihnen die Ergebnisse der diversen Abstimmungen bekannt machen. Über die Wahl, das Protokoll über die Wahl eines Mitglieds des Vertrauensgremiums gemäß § 10a der Bundeshaushaltsordnung liegt folgendes Ergebnis vor. Abgegebene Stimmen 656, ungültige Stimmen 3, gültige Stimmen 653, mit Ja haben gestimmt 287 Kolleginnen und Kollegen, mit Nein haben gestimmt 314 Kollegen, enthalten haben sich 52. Der Abgeordnete Markus Bühl hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Ja-Stimmen nicht erreicht und ist als Mitglied des Vertrauensgremiums der Bundeshaushaltsordnung nicht gewählt. Nächste Abstimmung über die Wahl von zwei Mitgliedern des Gremiums gemäß § 3 des Bundesschuldenwesensgesetzes, Bundesfinanzierungsgremium. Abgegebene Stimmen 647. Von den abgegebenen Stimmen entfielen auf Albrecht Glaser 218 Ja-Stimmen, 372 Nein-Stimmen, 49 Enthaltungen, ungültige Stimmen 8. Auf den Kollegen Volker Münz 287 Ja-Stimmen, 296 Nein-Stimmen, Enthaltungen 60, ungültige Stimmen 4. Die Abgeordneten Albrecht Glaser, Volker Münz haben die erforderliche Mehrheit damit nicht erreicht.
Protokoll über die Wahl eines Mitglieds des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes. Abgegebene Stimmen 657, ungültige Stimmen 3, gültige Stimmen 654, mit Ja haben gestimmt 265 Kolleginnen und Kollegen, mit Nein haben gestimmt 330 Kolleginnen und Kollegen, Enthaltungen 59. Der Abgeordnete Peter Böhringer hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355. Darf ich bitte weiter vorlesen? Hat die Mehrheit von mindestens 355 Ja-Stimmen nicht erreicht und ist als Mitglied des Sondergremiums des Stabilisierungsmechanismusgesetzes nicht gewählt. Protokoll über die Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes. Abgegebene Stimmen 658, ungültige Stimmen 2, gültige Stimmen 656, mit Ja haben gestimmt 273 Kolleginnen und Kollegen, mit Nein haben gestimmt 329 Kolleginnen und Kollegen, Enthaltungen 54. Die Abgeordnete Dr. Birgit Malzack-Winkemann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Ja-Stimmen nicht erreicht und ist als stellvertretendes Mitglied des Sondergremiums des Stabilisierungsmechanismusgesetzes nicht gewählt. So. Ja, damit sind alle AfD-Abgeordneten, die hier nominiert waren, von ihrer Fraktion als Mitglieder dieser Bundestagsgremien, also Sie haben es gehört, beispielsweise geht es da ja um das Vertrauensgremium, das die Wirtschaftspläne der Nachrichtendienste billigt. Diese AfD-Abgeordneten sind alle nicht gewählt worden. Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, hat die entsprechenden Stimmen jeweils vorgelesen. Die sind damit wiederholt durchgefallen. Es gab bereits Wahlgänge am 1. März diesen Jahres und auch am 19. April. Auch dort wurden sämtliche AfD-Kandidaten nicht mit der erforderlichen Mehrheit gewählt. Das heißt, dass die AfD im Moment in diese Bundestagsgremien keine Abgeordneten entsenden kann. Die Wahl, die fand ungefähr vor einer Stunde statt, ohne Aussprache. Und das war jetzt sozusagen der Nachtrag aller Ergebnisse dieser Wahlen. Jetzt hören wir weiter rein in die Aktuelle Stunde. Falko Moers spricht für die SPD. Europaweit einheitliche Regeln haben, auf die sich auch alle Bürgerinnen und Bürger verlassen können. Jetzt warten Sie doch einfach mal ab. Denn übrigens genau diese Klarheit über die Daten europaweit ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um unser Ziel eines digitalen Binnenmarktes in der Europäischen Union zu erreichen. Damit gilt nämlich endlich das Level Playing Field, bedeutet also, jeder, auch weltweite Unternehmen, haben sich an die gleichen Regeln zu halten und suchen sich eben nicht, wie im Fall Irland Facebook geschehen, das Land raus, wo besonders niedrige Datenschutzbedingungen gelten. Und wozu das geführt hat, mussten wir ja alle beim Thema Facebook in den letzten Monaten erfahren. Da wurden nämlich eben nicht die Bürgerinnen und Bürger, und Frau Esken hat ja darauf hingewiesen, es geht ja im Wesentlichen um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, nicht um den Schutz der Daten. Und da wurde das Recht der Bürgerinnen und Bürger von Facebook völlig ausgenutzt und erhöht, weil sie nämlich auch wussten, dass die Strafmaßnahmen, die bisher vorgesehen waren, nämlich in einer maximalen Höhe von 300.000 Euro für ein Unternehmen wie Facebook, einen weltweiten Konzern, völlig irrelevant ist. Was wichtig ist, ist, dass wir jetzt, und auch das wurde erwähnt, eben Strafen verhängen können, die auch weltweit agierende Unternehmen mit einer offensichtlich Datensammelleidenschaft oder Datensammelwut so mit Sanktionen besehen können, dass dort eben ja, und wir sehen den Erfolg, Anpassungen erfolgen. Und Frau Cotard, das müssen Sie vielleicht schon auch noch mal akzeptieren. Es gibt einen Beschluss der Datenschutzbeauftragten. Und es ist übrigens auch so in der Verordnung und im Gesetz in Deutschland vorgesehen, dass es nämlich eine Kaskade Eskalationsstufen gibt, wo die einfachen Interventionen eines Datenschutzbeauftragten die Hinweise sind, der Hinweis, was zu unterlassen ist, wo verändert werden muss, und dass dann eben erst am Ende der Eskalationsstufen eine tatsächliche Bußgeldverhängung steht. Das, was Sie hier sagen, dass es nämlich eine Willkür sei,
stimmt eindeutig nicht. Das, was Sie mit Fakten machen, Frau Kotta, das ist Willkür, nicht was hier von den Datenschutzbeauftragten vorgenommen wird. Und damit ist nämlich auch klar, dass eben nicht die Kleinen im Fokus stehen, sondern eben die großen weltweiten Unternehmen. Und es muss darum gehen, dass wir deswegen auch Klarheit schaffen. Und wir haben das ja leider erleben müssen, dass eben, ich sag mal, windige, findige Geschäftsmodelle hier unterwegs waren mit Gerüchten. Ich nenne mal vielleicht eins der absurden Beispiele, dass ja in Bayern dort erzählt wurde, dass der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte bzw. seine Außendienstmitarbeiter Listen hätten, welche Unternehmen in welcher Höhe abgemahnt werden sollen. Das Interessante an der Geschichte ist, dass der bayerische Datenschutzbeauftragte überhaupt gar keine Außendienstmitarbeiter hat. An dieser Stelle einfach mal Klarheit, mit welchen wirklich falschen Informationen und Gerüchten Ängste geschürt werden, um hinterher die eigenen Dienstleistungen teuer zu verkaufen. Auch da vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich konnte meine Website übrigens nach Durchsicht der Vorschriften und nach Hinweisen der Landesdatenschutzbeauftragten ganz gut selber überarbeiten. Hat mich keine 8.000 Euro gekostet. Ich gebe Ihnen aber gerne die Links auch weiter. Wenn das für Ihre Klarheit irgendwie hilft, dann mache ich das gerne. Wir können uns ja im Anschluss noch mal unterhalten. Also, bei aller Kritik, die es vielleicht auch gibt an der Umsetzung, müssen wir uns klar vornehmen, in den nächsten Jahren geht es darum, weiter zu informieren, nicht dort, wo die Defizite in den letzten zwei Jahren passiert sind, anzuknüpfen, sondern klarzumachen, wo müssen Sicherheiten geschaffen werden. So zum Beispiel beim Kunsturhebergesetz. Und Herr Mayer, ich bin froh, wenn wir da eben auch mit dem BMI genau an dieser Klarheit zusammenarbeiten. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und vielleicht auch noch mal ein Hinweis an alle, die jetzt hier mit irgendwelchen Ausnahmebeständen aus Österreich um die Ecke kommen. Es gibt übrigens die Einschätzung auch der Europäischen Kommission, dass das nicht EU-rechtskonform ist, mit der Rechtsfolge übrigens, dass damit überhaupt kein Schutz mehr für die Bürgerinnen und Bürger am Ende existiert. Das, meine Damen und Herren, ist eine Kapitulation der Politik. Wenn man das als Ziel vor Augen hat, unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, weltweite Konzerne in ihre Schranken zu halten. Und da lassen wir uns nicht beirren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Mohrs. Sagt Falko Mohrs für die SPD-Fraktion in dieser Aktuellen Stunde über die Datenschutzgrundverordnung. Und auf der Rednerliste steht Frauke Petri, wie wir alle wissen, fraktionslos. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am 14. April 2016, also vor über zwei Jahren, wurde die Datenschutzgrundverordnung im Europäischen Parlament verabschiedet. Und es ist bereits gesagt worden, damals stimmten nahezu alle Parteien zu. Hörbar waren damals bereits die kritischen Stimmen, wenn man sie hören wollte. Bereits damals wurde darauf hingewiesen, dass Datenschutz für ein Fleischereigeschäft, eine Bäckerei oder einen kleinen Handwerksbetrieb mit 10 oder weniger Angestellten nicht das gleiche Niveau erfüllen kann wie der Datenschutz bei Großunternehmen. Aber diese kritischen Stimmen wurden wieder einmal ignoriert. Meine Damen und Herren, eine weitere Aufklärung sollten Sie folgen lassen. Es ist angeklungen, aber ich weiß nicht, ob es jeder Bürger versteht. Eine EU-Verordnung ist unmittelbar geltendes Recht. Das ist die stärkste rechtliche Waffe oder das stärkste Instrument, das die Europäische Union gegenüber Bürgern und Mitgliedstaaten hat. Das heißt, den Bürgern weiszumachen, wir könnten jetzt noch mit einem Blitzgesetz etwas verändern, etwas anpassen, das grenzt leider an Bürgerverdummung, meine Damen und Herren. Machen Sie doch diesen Fehler nicht. Und in der Tat, das Datenschutzanpassungsgesetz vom vergangenen Jahr hätte Möglichkeiten gehabt, im engen Rahmen Erleichterungen für die Bürger vorzunehmen. Aber es ist dies schuldig geblieben. Ja, man kann immer nachbessern. Das zeigt aber nur, dass man am Anfang seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und wenn wir tatsächlich den großen Medienunternehmen dort Einschränkungen der kommerziellen Datennutzung bescheren wollen, meine Damen und Herren, dann wäre es doch viel einfacher gewesen, etwas zu tun, was seit Jahren in Deutschland nicht passiert, eine Medienordnung zu schaffen, eine Medienordnung für alle, in den Medienschaffenden, für Öffentlich-Rechtliche, für Private und für große Medienkonzerne, um endlich die Mediennutzung und die Nutzung von Daten der Bürger und Verbraucher auf eine gemeinsame nationale Basis zu stellen. Das ist bis heute aber nicht passiert.
Ich kann verstehen, dass die Vertreter der Koalition versuchen, die Versäumnisse kleinzureden. Ich glaube, sie sind selbst ein bisschen erschrocken darüber, wie viel Angst und Unsicherheit sie gerade bei Vereinen, gemeinnützigen Organisationen und beim deutschen Mittelstand, den wir alle dringend brauchen, verbreitet haben. Und deswegen in der Tat, sagen Sie dem Bürger doch, was Sie auf nationaler Ebene überhaupt noch regeln können. Ehrlicher wäre zuzugeben, dass es nicht viel ist. Und wir müssten uns fairerweise, wenn wir es ernst nehmen, für eine Neuregelung auf europäischer Ebene umsetzen. Das ist die Forderung, die die Blaue Partei an Sie stellt. Und des Weiteren stellen wir die Forderung an Sie, dann doch den Bürgern auch zu erklären, wie zukünftig Zeitungen die Geburtstage von Lesern veröffentlichen oder Fotos von neugeborenen Kindern, wie sie denen erklären, wie ein Stück gutes, positiv gesellschaftliches Leben mit dieser Datenschutzgrundverordnung den Bach runtergeht. Geben Sie doch einfach zu, dass Sie etwas Gutes gewollt, aber es nicht erreicht haben. Das wäre immerhin ein Anfang. Herzlichen Dank. Frauke Petri war das in der Aktuellen Stunde zur Datenschutzgrundverordnung. Und der nächste Redner in der Debatte wird sein Patrick Sensburg aus der Unionsfraktion. In der letzten Legislaturperiode war er übrigens Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses. Da hat er auch sehr viel mit Daten zu tun gehabt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Datenschutzgrundverordnung gibt die Europäische Union den Bürgerinnen und Bürgern uns das Instrument in die Hand, autonom über unsere eigenen Daten entscheiden zu können. Und von daher ist dieser Rechtsakt aus dem Europäischen Parlament, aus Europa, ein guter Rechtsakt. Es gibt aber an verschiedenen Stellen Punkte, über die wir diskutieren müssen. Deswegen ist es auch gut, dass wir heute diskutieren. Aber es macht keinen Sinn, sich gegenseitig vorzuwerfen, an irgendeiner Stelle geschlafen zu haben. Lieber Kollege Höferling, das ist gerade schon gesagt worden, die FDP war ja im Europaparlament vertreten. Es geht um die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Europäischen Parlament beschlossen worden ist. Und Ihre Kollegin, Frau Nadja Hirsch, hat damals gesagt und in einem Artikel im Handelsblatt gefordert, warum wir die Datenschutzgrundverordnung dringend brauchen und hat das auch bis heute so gesagt, und so haben die Liberalen auch im Europäischen Parlament abgestimmt. Auch an die Kolleginnen und Kollegen der AfD. Es haben immerhin 5 Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die über die AfD ins Europaparlament eingezogen sind und die in der EKR-Fraktion geblieben sind, für die Datenschutzgrundverordnung gestimmt. So ist das nun mal. Das muss man sich also auch anziehen. Und wenn wir über die Datenschutzgrundverordnung reden, liebe Kollegin von Storch, dann waren Sie es im Europaparlament, denn das ist ein Kollegialorgan und Sie haben ja mit abgestimmt im Liebeausschuss, dann waren es eben Sie, die es zu verantworten haben. Genau wie wir im Deutschen Bundestag alles gemeinsam verantworten. Und es gibt 3 Punkte, und da hat Staatssekretär Mayer nach meiner Meinung zu Recht darauf hingewiesen, da müssen wir drüber reden und da müssen wir drüber nachdenken. Der eine Teil sind die Abmahnungen. Und wir reden hier im Kern wahrscheinlich alle gemeinsam von den professionellen Abmahnern, die unsere kleinen Vereine, ehrenamtlichen Vereine und mittelständischen Betriebe abmahnen. Und da müssen wir darüber nachdenken, ob wir hier Lösungen finden können, das rauszunehmen. Und deswegen begrüße ich es sehr, dass sowohl unsere rechtspolitische Sprecherin, Frau Winkelmeier-Becker, hier Vorschläge gemacht hat, wie wir das machen können, dass das Innenministerium schon länger, auch vor dieser Aktuellen Stunde, nach Lösungen gemeinsam mit dem Justizministerium sucht, die ja weit über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehen und hier Möglichkeiten findet, wie so etwas nicht stattfinden kann, weil die Thematik geht ja weit über die Datenschutzgrundverordnung hinaus. Der zweite Punkt ist, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir vielleicht zu einer Klärung kommen bei der Bestellung der Datenschutzbeauftragten. Da gibt es unbestimmte Rechtsbegriffe in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist etwas ganz Normales im Gesetz. Deswegen sind sie eben generell abstrakt. Aber die müssen eben auch für die Anwender so klar sein, und da kann man nicht erst auf Gerichtsentscheidungen warten, dass wir ihnen Hilfestellung geben müssen. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier informationsmäßig noch mal nachlenken, von Seiten der Ministerien noch mal eine Informationsoffensive kommt, die ich mir übrigens auch vom Europäischen Parlament und der Kommission viel stärker gewünscht hätte. Und da hätte man mal darauf hindringen können. Ich habe keinen einzigen Wortbeitrag gefunden, Frau von Storch, von Ihnen, wo Sie auf eine Informationskampagne für die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen und drängen. Sie können ihn mir gerne nachliefern. Ich habe heute den ganzen Vormittag danach gesucht. Dritter Bereich ist, wo wir uns Gedanken machen müssen, das ist die Frage, ob wir im Bereich der Bußgelder, ja, das ist richtig, das ist gesagt worden, das ist in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vorgegeben,
Aber ob wir es nicht eine Regelung schaffen können, dass ein Erstverstoß nicht Bußgeld bewährt bleibt, in einer Phase, wo viel Unklarheit herrscht, dass wir sagen können, keine Bußgeldbewährung beim ersten Verstoß bei KMUs, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und bei ehrenamtlichen Vereinen. Erst beim zweiten Verstoß, wo man es wirklich hätte wissen können, da werden auch Bußgelder fällig. Diese drei Punkte halte ich im Wesentlichen für überarbeitungsnotwendig. Und ich freue mich, dass diese Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD die Probleme erkannt hat im Dialog mit den Bürgern und sie auch nachsteuern will, lange vor dieser Aktuellen Stunde. Aber es ist gut, dass die Gelegenheit da war, dies zu sagen, dass wir diese Punkte anpacken. Dankeschön. Patrick Sensburg für die Unionsfraktion in dieser Aktuellen Stunde zu Folgen, Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung. Und so langsam kommen wir auch zum Ende dieser Debatte. Jens Zimmermann ist der Nächste und der ist Sprecher für Digitale Agenda. Ich glaube, die Aktuelle Stunde hat sich, glaube ich, doch gelohnt, weil wir alle noch mal hier darstellen konnten, was eigentlich bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung wirklich Sache ist. Denn was da an Mythen und Legenden sich mittlerweile gebildet hat, das ist eigentlich das größte Problem in meinen Augen an dieser Umsetzung. Und natürlich, und das gebe ich auch zu, müssen wir daraus lernen, was entsprechende Informationskampagnen für die Umsetzung von Verordnungen angeht. Es ist gesagt worden, der Beschluss ist vor 2 Jahren gefasst worden. Aber da müssen sich, denke ich, auch die ein oder anderen Verbände diese Frage erlauben lassen, wenn ich mir anschaue, wie viel Aufwand getrieben wird, um auf die politischen Entscheidungsträger Einfluss zu nehmen. Da wäre es vielleicht nicht zu viel verlangt, wenn der ein oder andere Verband genauso viel Enthusiasmus da reinstecken würde, seine Mitglieder bei der Umsetzung von so einer Verordnung vielleicht auch zu unterstützen, meine Damen und Herren. Es ist gesagt worden, die Datenschutzgrundverordnung ist wichtig, weil sie auf europäischer Ebene für ein einheitliches Datenschutzrecht sorgt. Und eben genau die Geschichte von wegen, die Unternehmen wandern jetzt ins europäische Ausland deswegen ab, funktioniert gerade nicht mehr, weil es funktioniert eben nicht mehr, ich verlagere meinen Unternehmenssitz nach Irland, weil ich dort laschere Datenschutzvorkehrungen habe. Wir haben in Deutschland schon immer ein starkes Datenschutzrecht gehabt und das ist auch gut so. Und jetzt funktioniert es eben nicht mehr, dass ich aus wirtschaftlichen Gründen meinen Unternehmenssitz einfach verlege. Deswegen ist die Datenschutzgrundverordnung der richtige Schritt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was da alles so erzählt wird und wen es denn möglicherweise treffen könnte. Wenn ich mir diese berühmte Feuerwehr vorstelle, die habe ich natürlich in meinem Wahlkreis auch, ich habe auch mit denen darüber gesprochen, dann gibt es ja 2 Möglichkeiten, wo Gefahr in Anführungszeichen drohen könnte. Das eine sind diese berühmten Abmahnungen. Und da haben wir als Koalition jetzt ja nochmal deutlich gemacht, wir haben das auch im Koalitionsvertrag ja bereits geregelt, dass wir an dieser gesamten Abmahnindustrie etwas machen wollen. Weil es ist eben, und das ist ganz, ganz wichtig, es ist eben kein Phänomen der Datenschutzgrundverordnung. Das Problem, dass das Instrument von Abmahnungen missbraucht wird, das ist doch schon viel länger. Es sind auch Homepage-Betreiber und auch die berühmten Blogger abgemahnt worden, weil sie der Impressumspflicht nicht nachgekommen sind. Es werden Online-Shops abgemahnt, weil sie irgendwelche falschen Produktbeschreibungen drin haben. Das alles sind Ärgernisse und dagegen muss was gemacht werden. Wir haben es im Koalitionsvertrag vereinbart und das setzen wir jetzt um. Und das, meine Damen und Herren, und das kann ich auch den Vereinen, den Verbänden und auch meiner Feuerwehr zusagen, dass wir das machen werden. Die andere Seite ist Bußgelder. Bußgelder, die von den Datenschutzbeauftragten angestrebt werden können. Und da müssen wir doch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Also wer jetzt glaubt, dass die Datenschutzbeauftragten der Länder sich jetzt systematisch die freiwilligen Feuerwehren in unseren Wahlkreisen vornehmen, dann müssen wir doch eindeutig, dass sie mit Augenmaß dort arbeiten werden. Und auch ein Datenschutzbeauftragter könnte einer freiwilligen Feuerwehr einfach sagen, Sie haben da möglicherweise keine Datenschutzerklärung auf Ihrer Homepage, bitte holen Sie das nach. Das liegt im Ermessen der Behörden und ich habe wirklich überhaupt keinen Anlass zu glauben, dass die Landesdatenschutzbeauftragten dieser Aufgabe nicht nachkommen werden. Und da können Sie noch so viel schreien da drüben, wie Sie wollen, es wird dadurch nicht richtiger, meine Damen und Herren. Also, alles in allem,
ruhig bleiben bei diesem ganzen Thema. Wir werden die notwendigen, ja, das müssen Sie noch lernen, mal ein bisschen ruhig zu bleiben. Das ist wirklich wahr. Wir werden die notwendigen Maßnahmen, die an der einen oder anderen Stelle als Koalition noch nötig sind, angehen. Und wir werden auch natürlich, und das ist auch schon gesagt worden, die Datenschutzgrundverordnung entsprechend evaluieren. Und eine Sache, die fand ich ja auch noch interessant, weil so viel über dieses Abmahnthema gesprochen wurde. Die letzte Novellierung dieses ganzen Themas, der Abmahnung, die überhaupt Tür und Tor dafür geöffnet hat, die sind in der vorletzten Legislaturperiode Anfang 2013 überhaupt erst auf den Weg gebracht worden. Also insofern schließt sich ein Kreis, lieber Kollege Höferlin, auch die eine Legislaturperiode, wo Sie da waren, die erlöst Sie nicht von den Dingen, die Sie in der Legislaturperiode davor mitgetragen haben. Aber wir werden es ja jetzt wieder gerade biegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Zimmermann. Nächster Redner, Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion aus Augsburg. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai ist von einigen sehnlichst herbeigesehnt worden und von anderen kritisch beäugt worden. Insbesondere in den letzten Tagen vor dem Inkrafttreten der Verordnung sind gerade im Bereich von Vereinen, von Ehrenamtlichen, aber auch von kleinen und mittleren Unternehmen Befürchtungen über die Reichweite und über die Sanktionsmöglichkeiten der Verordnung laut geworden. Und als Politik haben wir die Aufgabe, darauf weder mit Häme, aber auch nicht mit Panik zu reagieren, sondern sachlich aufzuklären und dort, wo es noch Regelungsbedarf gibt, den Regelungsbedarf wahrzunehmen, aber auch sachlich und anständig über die Sachlage zu sprechen. Und Tatsache ist, dass mit dem 25. Mai 2018 kein völlig anderes Datenschutzrecht in Deutschland existiert als einen Tag zuvor. Weil die Datenschutzgrundverordnung nämlich auf Regelungen aufbaut, die bislang schon in Kraft waren. Die Datenschutzgrundverordnung baut auf der Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 auf, welche seit mehr als 20 Jahren bereits in Kraft war. Und darüber hinaus gibt es auch die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes aus dem Jahr 2003, welche bereits vieles von dem, was in der EU-Datenschutzgrundverordnung geregelt wird, auch in Deutschland geltendes Recht war. Man muss einfach deutlich machen, dass wir hier nicht einen völlig anderen Rechtskreis haben, sondern dass vieles, was im deutschen Recht bislang gang und gäbe war, auch europäisiert wurde. Das ist etwas, wovon wir eigentlich in Europa profitieren, weil es überall in jedem europäischen Land jetzt auch die gleiche Rechtsordnung im Bereich des Datenschutzes gibt. Das ist eine klasse Regulierung, die wir nicht kleinreden dürfen. Dennoch, meine Damen und Herren, müssen wir auch sehen, um was es hier geht. Daten vermessen einen Menschen. Daten sind die Koordinaten, die einen Menschen mit seinen Vorlieben, mit seinen ganz persönlichen Verfehlungen vielleicht auch, mit seinen Krankheiten, mit seinen Beschäftigungsverhältnissen auch einordnen. Und ja, diese Daten haben auch Schutz verdient. Schutz vor Bekanntwerden und Schutz vor missbräuchlicher Verwendung. Das ist in einem Zeitalter, in dem die Möglichkeit der Datensammlung immer größer wird, ein wichtiges gesellschaftliches und gesetzgeberisches Ziel. Auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und dennoch müssen wir sprechen über die Frage der möglichen Sanktionen, weil diese Sanktionen auch das sind, was die Debatte bestimmt haben. Und da muss unterschieden werden zwischen den Sanktionen von Seiten der Datenschutzbeauftragten und möglichen Abmahnungen von Seiten der Wettbewerber oder von Seiten Dritter. In Bezug auf die Sanktionen der Datenschutzbehörden gilt natürlich das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit. Es ist eben nicht verhältnismäßig, einen kleinen Verein wegen einer erstmaligen minimalen Verstoß gegen Datenschutzrecht gleich mit einem hohen Bußgeld abzumahnen. Da sind die Datenschutzbehörden auch angewiesen, Augenmaß walten zu lassen und eben von einem Bußgeld abzusehen und es bei einem Hinweis zu belassen. Das verlangen wir ganz konkret von den Datenschutzbehörden. Und auf der anderen Seite
geht es um den Bereich des Wettbewerbes. Und ich stelle für mich persönlich fest und glaube auch für meine Fraktion, dass die Frage der Beachtung des Datenschutzes nicht zum Kernbereich des Wettbewerbsrechts gehört. Deswegen muss man wirklich darüber sprechen, ob tatsächlich datenschutzrechtliche Vorschriften überhaupt in den Bereich des Wettbewerbsrechts gehören und damit auch mit dem Unterlassungsklagegesetz und mit dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb abmahnfähig ist. Und selbst wenn es abmahnfähig wäre, müssen wir dafür Sorge tragen, und das machen wir jetzt durch einen klaren gesetzgeberischen Auftrag, dass derjenige, der den Abmahnanwalt in Auftrag gibt, dass derjenige den Anwalt bezahlt und die Abmahnkosten eben nicht beim Abgemahnten bleiben. Wir werden darüber sprechen, ob wir nicht die Abmahnkosten auch deckeln, so wie es bereits der Fall ist im Bereich des File-Sharings. Und wir werden darüber sprechen, ob nicht Abmahnungen auch von Seiten der Anwaltschaft in den ersten Jahren einfach ohne Konsequenzen bleiben. Die wettbewerbswidrige und die datenschutzwidrige Verfehlung muss zwar aus der Welt geschafft werden, aber es muss niemand Sorge tragen, dass er mit hohen Gebühren überzogen wird. Das ist der Kern unseres Handelns. Und gestatten Sie mir noch einen Satz zum Thema Öffnungsklauseln. Die Öffnungsklauseln sind übrigens auch genutzt worden. Gerade im Bereich der Privilegierung von Forschung und Wissenschaft, Privilegierung von Berufsgeheimnisträgern. Und wir haben noch zu überlegen, ob wir im Bereich der Datenverarbeitung, im Bereich der Beschäftigten, des Beschäftigtendatenschutzes noch Erleichterungen vornehmen. Aber insgesamt möchte ich davor warnen, dass wir das zur Panik verwenden, sondern es geht darum, dass wir jetzt die notwendigen Schritte treffen, um angemessen vor Abmahnungen zu schützen und dennoch die Daten geschützt lassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Volker Ulrich aus der Unionsfraktion, genauer aus der CSU, war der vorletzte Redner in dieser Aktuellen Stunde zu den Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung. Jetzt kommt einer der jüngsten in diesem Parlament in dieser Legislaturperiode, Philipp Amthor aus der Unionsfraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Ende dieser Aktuellen Stunde lässt sich immerhin sagen, Buchstabensalat aus Brüssel, EU-DSGVO, das war selten so sehr in aller Munde wie dieser Tage. Aber man muss am Ende dieser Debatte auch sagen, es ist nicht immer in der richtigen Einordnung zu sehen. Denn schauen wir uns nur mal die Zeitungsüberschriften an der letzten Tage. Die absurden Folgen des Datenschutzgesetzes, die Abmahnmaschinerie ist angelaufen, Mittelstaatsverband warnt vor Entdigitalisierung oder schlicht Quatsch aus Brüssel. Ja, die Gefahr, der Unmut über die EU-DSGVO scheint groß zu sein. Das merke ich auch, wenn ich bei mir im Wahlkreis unterwegs bin. Und das wundert auf den ersten Blick natürlich schon, weil sonst kennen wir das aus der öffentlichen Debatte ja eher, dass die Entzückung gar nicht groß genug sein kann, wenn man über Verbraucherschutz und über Datenschutz redet. Und deswegen zeigt sich am Ende unserer Debatte, glaube ich, auch eines ganz klar, das Problem und der Unmut, den es gibt über die Datenschutzgrundverordnung, der liegt viel weniger am materiellen Datenschutzrecht selbst, als vielmehr an dem, wie dieses Datenschutzrecht eingehegt ist. Die Probleme sind nämlich die erhöhte Sanktionsandrohung und vor allem die Abmahnindustrie, die hier angesprochen wurde. Und das ist etwas, das man ganz klar differenzieren muss. Nicht das Datenschutzrecht als solches ist schlecht und ist das große Problem, sondern das Problem ist es, dass es hier möglich gemacht wird, scheinbar, oder dass sich einige anschicken, unseriöse Anwaltskanzleien, dubiose Abmahnvereine, hier mit diesem neuen Datenschutzrecht Geld zu verdienen. Und ich sage ganz deutlich, und das ist, glaube ich, für alle hier in der Debatte klar, dazu ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung nicht gemacht, liebe Kollegen. Und ich will aber auch eines ganz klar sagen. Staatssekretär Mayer hat heute sehr deutlich dargestellt, dass das Innenministerium und dass die öffentlichen Stellen sehr sensibel umgehen werden mit der Datenschutzgrundverordnung und den Mittelstand dort vernünftig behandeln werden. Aber das ganze Abmahnunwesen, mit dem wir es zu tun haben, ja, da sage ich, liebe SPD, da freue ich mich ja über die Offenheit, die wir jetzt hier gehört haben, das liegt ganz klar im Spielfeld der SPD, das liegt im Spielfeld ihrer Ministerin Katharina Barley. Und deswegen sage ich auch ganz klar, finde ich gut, wenn Sie auf den Koalitionsvertrag verweisen, finde ich gut, wenn Sie darauf verweisen. Da wurde ja vereinbart, wir wollen den Missbrauch des bewährten Abmahnrechts verhindern. Das sollten wir dann auch machen. Und das geht laienhaft
Meine Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker hat das sehr deutlich gemacht, gut vorgestellt. Die Kollegen aus der AG sind darauf eingegangen. Wir können es machen, die Abmahnkosten für einen bestimmten Bereich zu reduzieren auf 0 Euro. Und das ist auch der richtige Weg. Damit werden wir umgehen. Und ich will vielleicht zum Ende einer Rechtsdebatte doch auch noch mal an der Stelle fachlich sagen, ja, es geht darum, den Aufwendungsersatzanspruch aus § 12 UWG auszuschließen. Vorbilder gibt es dafür. Das hat Kollege Ulrich ausgeführt. Die Übergangsregelung, wie wir sie etwa im § 32e Absatz 6 des GWB haben. Aber zurück aus dem Paragraphendschungel. Das ist alles ganz einfach. Frau Barley kann das gern machen und die Abmahnindustrie da regulieren. Wir haben da volle Unterstützung dafür. Das aktuelle Gesetzesvorhaben zum Thema Musterfeststellungsklage bietet dafür guten Anlass. Und ich bin ja ganz optimistisch. Frau Barley hat sich dieser Tage eingelassen, dass eines der wichtigen Projekte ist, die geschlechtergerechte Sprache im Duden und den Gender Star dort aufzunehmen. Dann glaube ich, ist auch noch Kraft für den Kampf gegen die Abmahnindustrie dabei, liebe Kollegen. So, und ich will zum Abschluss sagen, die EU-Datenschutzgrundverordnung kann auch sinnvoll ausgedeutet werden. Wir haben gesagt, es gibt den wichtigen Hinweis auf den europäischen Wettbewerb. Wir haben einen europäischen Markt. Und dann ist es sinnvoll, Marktverzerrungen zu harmonisieren. Und es ist auch sinnvoll, wenn man sagt, wir schaffen ein unterschiedliches Niveau von Datenschutz. Wir regulieren diejenigen, die mit Daten Geschäft machen, stärker. Facebook, Google, diese Unternehmen. Aber wir gehen nicht klar an gegen den Mittelstand. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Und liebe Kollegen, ich will zum Abschluss dann auch noch sagen, diese Aktuelle Stunde wurde ja von der AfD beantragt. Da lohnt es dann auch noch mal einen kleinen Blick zu werfen in die datenschutzrechtliche Expertise der AfD. Es lohnt, machen Sie das mal bei Gelegenheit, googeln Sie mal den Kollegen Christoph Grimm. Eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern hilft, ist dort Landtagsabgeordneter. Und der hat, als das Landesdatenschutzgesetz novelliert wurde, um es anzupassen an die Datenschutzgrundverordnung, nämlich ein kleines Plagiat hingelegt. Der hat 1:1 einen Beitrag vorgelesen von der Plattform netzpolitik.org, einfach abgelesen. Die haben sich darüber beschwert. Und ja, netzpolitik.org, wie würden Sie sonst sagen, eine linksvergrünte Internetseite. Also, wenn das allein die Quellen der AfD sind, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wir machen eine bürgerfreundliche Auslegung der DSGVO. Dafür steht das Innenministerium, dafür arbeiten wir. Herzlichen Dank. Philipp Amthor hat die Debatte, diese Aussprache zur Datenschutzgrundverordnung geschlossen, beschlossen. Und damit ist auch diese Aktuelle Stunde zu Ende.